Ja, wunderschönen guten Tag, grüß Gott und Glück auf miteinander. Wir sind ja im Ruhrgebiet. Mein Name ist Romuald Adamek. Ich bin seit dem 1. Januar 2021 Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Onkologie, Viszeralmedizin, Kardiologie und Intensivmedizin. Ein großer Name, aus dem sich auch die jeweiligen Aufgaben für die Zukunft ergeben werden. Die Entscheidung, in Zukunft für und in der Contilia-Gruppe zu arbeiten, fiel mir nicht schwer. Es handelt sich um ein Top-Unternehmen, in dem Medizin auf allerhöchstem Niveau bereits angeboten wird. Und an diese Top-Medizin wollen wir mit der Klinik für Innere Medizin, die ich in Zukunft repräsentieren werde, auch anknüpfen. Wir wollen für die Menschen, für die Ärzte und für das Unternehmen da sein. Ich bin, wie Sie meinem Akzent unschwer entnehmen können, ein gebürtiger Oberschlesier, der allerdings seit 40 Jahren in Essen wohnt, in verschiedenen Stadtteilen. Ich bin hier groß geworden. Ich bin neben diesem Krankenhaus in Kupferdreh 12 Jahre zu Hause gewesen. Es freut mich somit außerordentlich sehr, sozusagen zurück nach Hause gekehrt zu sein. Sowohl beruflich wie auch privat standen für mich immer schon Teamgeist und Teamwork absolut im Vordergrund. So bin ich früher in Sportvereinen, in Mannschaften tätig gewesen und sowohl beim Fußball wie auch beim Tennis, auch Golfsport. Und dieses wollen wir in Zukunft hier miteinander auch fortsetzen. Es handelt sich ja bei der Inneren Medizin um eine große ungeteilte Klinik, die allerdings auf jeden Fall Schwerpunkte haben wird. Der wichtigste Schwerpunkt, der in Zukunft hier auch geprägt werden soll, ist die Gastroenterologie, die Endoskopie mit der Endosonographie und die Viszeralmedizin. Insbesondere in engster Kooperation mit der Viszeralchirurgie hier am Hause, aber auch innerhalb der gesamten Contilia-Gruppe. Für die nähere Zukunft, diese Frage kann ich ganz einfach beantworten, wünschen wir uns Ärzte und auch ich eine Entbürokratisierung der Medizin und damit mehr Zeit für und mit unseren uns anvertrauten Patienten.